Karel Gott war die goldene Stimme aus der goldenen Stadt Prag. Seine romantische Tenorstimme mit dem charmanten Akzent begleitete Generationen. Mit dem Titelsong zu Die Biene Maja landete er einen Welthit. Einmal hören und schon ging ich zum Mikrofon und nach 20 Minuten war die Aufnahme fertig. Wer hätte das damals gedacht, 1977, dass es so ein Hit wird? 1939 wurde er als Karel Gotter in Pilsen geboren, zog mit den Eltern später nach Prag. Er wollte Kunst studieren, doch die Akademie lehnte ihn mit diesem Bild ab. Er wurde, wie es der Vater wollte, dann Elektromechaniker, tingelte aber weiter durch Tanzcafés, wo man ihn schließlich entdeckte. Ab da studierte er Gesang am Konservatorium. In seiner Heimat wurde er als Sänger zum Idol der Jugend. In den 60ern feierte er trotz des Eisernen Vorhangs dann auch in Deutschland Erfolge. Eine westliche Plattenfirma hatte ihn, den Frank Sinatra des Ostens, unter Vertrag genommen. Der Osten ließ es zu, da er mit seinem Erfolg zum wichtigsten Devisenbringer wurde. Karel Gott schaffte es sogar bis nach Las Vegas, wo er als der erste singende Kommunist vermarktet wurde. Er verstand es, sich mit den politischen Welten, zwischen denen er pendelte, zu arrangieren. In Deutschland prägte er mit seinen sehnsuchtsvollen Liedern die Fernsehabende. Obwohl er nach wie vor der Malerei nachging, gab es nur eine ganz große Liebe. Obwohl ich wirklich sehr oft verliebt war, ja, sehr oft in meinem langen Leben. Trotzdem, meine einzige richtige feste Lebensbindung ist die Bühne. Er war ein Frauenliebling, der allerdings erst mit 68 heiratete und noch zweimal Vater wurde. Zwei erwachsene Töchter stammen aus früheren Beziehungen. Seine Kinder waren sein Ein und Alles und die Bühne bis zum Schluss seine Welt. Die Leute spüren, dass ich sie mag. Ich liebe mein Publikum und das ist nicht falsch und das spüren sie. Und das werden die Menschen von Karel Gott immer in Erinnerung behalten.